Und hier ist wieder IGMING-LP. Ich bin der Max und es geht los. Hier ist das Neujahrsprojekt am Start. Ich bin auf einer Minecraft-Welt. Ich bin auf meinem eigenen Server und ich habe im Hintergrund schon drei Sklaven auf mich warten, ja, die gleich dann kommen. So, zuallererst, bevor ich es vergesse, danke ich erstmal meinem lieben Aribert Peach. Genau, die drei Sklaven werden sich jetzt denken, who the fuck is this? Aber der fühlt sich hoffentlich angesprochen, weil dem habe ich ein bisschen was zu verdanken. Und ja, es geht erstmal los, ich stelle euch die drei Lappen vor und ich rufe den ersten auf, Trommelwirbel, und los. Erster ist der Lukas, hallo Lukas. Moinsen. Haben Sie etwas zu sagen, mein Freund? Ja, ich habe XP und ich bin scheiße. Okay, stell dich auf die Seite und rede am besten so wenig wie möglich. Ich rufe den zweiten Lappen und hier ist Christopher. Hallo. Also ich bin nicht der Max und ich bin auch nicht der Lukas, ne? Ja. Aber Lappen. Sollte man erkennt haben. Erkennt? Mhm. Ja, hast du sonst noch was zu sagen? Ja, ich hab 6 Samen. Gekonnt. Und ein Santa Claus Skin. Und ich nicht an Orchidee, juhu! Okay, ich rufe meinen dritten Lappen. Hure. Renne die Bitch, aka Amani. Also. Du hast auch was zu sagen, okay. Aber ich hab zu sagen, nö. Ja gut, okay. Ja, doch? Ja, dann los. starte den Timer, mein Süßer. Ach ja. Also, meine Guten, wir haben uns dazu entschlossen, Hexi zu spielen. Wir haben uns einen Server gemietet und keine Kosten oder Mühen gescheut und seit Tagen sind wir am Proben und können immer noch nichts. So. Und wir haben einen Random Seed gewählt und jetzt sind wir hier. Ich baue jetzt hier den Block dort ab. Und es geht los. Juhu. Gut. Wir haben uns das Ganze schon ein minimal wenig angeschaut. Ich bin dafür, dass wir den großen Baum nicht zerstören, okay? Ja, finde ich auch dafür. Das kann man sich wenigstens dran erinnern, wenn man hier vorbeikommt, dass man hier schon mal war. Ja. Die Frage ist, was machen wir dann zuerst? Ich töte erstmal ein Random Ei. Boop. So. Ich sammle mir Holz und gehe erstmal runter in die Mine. Dann mach das mal. Ich hätte auch gesagt, dass wir uns erstmal ein bisschen was besorgen, weil hier ist eigentlich schon mal im ersten Sinne noch nichts außenrum. Außer dem großen Baum ist hier. Ist ja nix. Lukas, du hast zwar eben Essen, oder? Ja, brauche ich aber selber. Ich habe nur 3 Melonen. Wir können uns ja gucken, ob wir hier irgendwie ein Haus in der Nähe finden und das fit machen. Ja, was ist dann mit hier, dem das direkt in der Nähe vom Bäumchen steht? Dann kommen wir nicht so weit davon weg. Das hatte ich auch gemeint. So, was ist dann Akazie? Aha, Akazie-Lok. Was ist denn das hier überhaupt für ein Biom? F3. Savanne. Okay, das erklärt, warum es hier Akazien gibt. So. Ja. Ich gehe mal eben. Haben wir überhaupt irgendwas Produktives vor in dem LP? Habe ich überhaupt schon gesagt, dass es das Neujahrs-Special ist? Oh Gott, oh Gott. Ja, hast du. Oh, wie praktisch, ich denke doch an was. Man merkt dir doch schon sagen, das Alter an. Also, das ist wow! Ja, gut, dafür kriegen die Jungen keine Sätzen raus, gell? Ja. Ja. Bäume werden hier ganz abgebaut, nur mal so. Ja. Und, wie gesagt, wir sind seit Tagen am Grübeln, was wir in der halben Stunde jetzt machen. Und wir sind zu nichts gekommen. Ich hab mal rausgefunden. René, das Haus ist ein Stall. Das lässt sich schnell ändern. Also ich bin jetzt bei 20 und 143 und ich hab ein Haus. Das heißt, 20, 143, Alter, das ist am Arsch der Welt. Hier werde ich mich erstmal bereit machen. Du jetzt hin, Max. Keine Ahnung, ich stehe noch vorm Haus. Ich habe auf jeden Fall jetzt mal Holz, um einen, um eine Workbench zu machen. Was hältst du mal da davon? Dann gehen wir uns mal erstmal Dings besorgen. Steine und füllen mal die ganzen Löcher auf. Was hältst du mal hiervon? Workbench hab ich. Workbench hast du gestellt. Brauchst du irgendwas? Ich füge erstmal hier die ganzen Löcher, dass es zumindest mobdicht ist. Mhm, das wäre schon mal top. Ich habe mir gerade mal eine Holzpicke gemacht. Dass ich mal quasi noch die Steinlöcher füllen könnte. Und da dafür gehe ich. Hey, davon ist direkt eine. Holz? Davon ist direkt ein Dorf. René! Wo ist da vorne? Wo René? Also wenn du... Ja, du könntest jetzt eine Linie zeichnen zwischen mir, dem Haus und dem Baum. Und dann könntest du eine geometrische Figur daraus konstruieren. Und dann kommt das auch, das Dorf. Genau. Geht eigentlich könnte. Nur in Richtung Westen. Betonung nicht auf könnte. Ja, dass du das nicht könntest, ist mir klar. Burn! Burn! Ich bin so witzig heute. Du bist ein Tick zu laut, bist du vor allen Dingen. Wer, ich oder? Aufnehmt, ne? Ich oder er? Obwohl, hey, mein Schatz, ich darf so laut sein, wie ich will. Weißt du, das ist der Vorteil. Lulu. Diese Elefanten. In dieser Schlucht hier stehen.
stehen Rhinozerosse. Was ist die Mehrzahl von Rhino? Wo genau seid ihr? Von dem Baum aus ein bisschen südwestlich. Aber nicht viel. Also ich sehe den Baum noch. Ich glaube, ich werde gleich starven. Die Hütte ist auch ganz cool. Die ist vor allem ganz. Hier gibt's Schafe. Das ist schon mal praktisch. Dann können wir uns gleich alle ins Bett machen. Und dann können wir wieder Gay Love machen, wenn wir die vier Betten nebeneinander stellen. Das habe ich nicht gesagt. Das soll keiner wissen. Wo seid ihr, Ortus, eigentlich? Westlich vom Spawnpunkt. Was ihr da oben auf der Map sehen, ist das, was vorher Map war. Also was mehr auf ja, unserer anderen Welt spielt. Die Insel direkt über uns. Ja, ich habe auch zwei fliegende Inseln über uns. Nee, über noch, also noch einen guten Ecken westlich und Alter, René, da vorne kommt noch mehr Dorf laut Map. Oh ja. Also, ich sehe es gerade. Ihr könnt einfach westlich laufen und irgendwann, das könnt ihr eigentlich nicht verpassen. Was habt ihr denn für Koordinaten? Ich habe 14 oh und 127. Okay, du bist einen guten Ecken weg von mir. Ich habe minus 300, 230. Okay, das ist echt ein gutes Stückchen. Aber ich hätte halt gesagt, wir gucken uns echt mal die ganze Sache hier an und dann gucken wir uns an, dass wir Schäfchen bekommen, dass wir überhaupt mal einen Respawn-Point kriegen. Das ja, ich hab damit schon einen Wolle. Damit wir nicht so mega weit auseinander spawnen. Und ich kann mich gerade nicht beklagen, mein Rechner macht das da eigentlich ganz gut mit. Also es leckt ab und an, aber es ist ja auch bald soweit, es ist bald Weihnachten, es ist bald Neujahr und dann bin ich endlich das Teil los. Und Lichtbugs! Also juhu! Sorry. Also eigentlich ist jetzt Weihnachten und Neujahr. Nee, quasi ist jetzt schon mein Rechner aufgebaut. So ja, quasi. Mhm. Aber bis dahin sind es jetzt noch zweieinhalb Wochen. Aber das kriegen wir schon hin. Okay. Was ist das denn? Ein Kaktus-Sign-Head, ein Slime-Sign-Head, ein Wooden-Pickaxe-Head. Mhm. Ach, bist du in... Ja, die Dinger sind ziemlich geil, da kannst du die Werkzeuge selber bauen. Ah, okay. Ja, keine Ahnung, sollen wir uns dann einfach hier in dem Dorf innen nesten? Ich such die gerade. Warte. Bin ich dafür. Könnten ihr euch hier hinbewegen? Lukas, wie sieht's mit dir aus, Christopher? Also, wie weit seid ihr ungefähr weg von hier? Ah, du bist da? Lukas? Ja. Ich war hier gerade. Ja, okay, ich komme gleich. Können wir dann mal gucken, dass wir uns erstmal Schafe farmen? Ich hab schon Wolle für zwei Betten. Das ist schon mal die Hälfte von dem, was wir brauchen. Ich hab ein Wolle. Ich hab auch ein Wolle. Das sind schon mal zwei Drittel vom nächsten Bett. Wie kann ich mir Koordinaten setzen? Genau. Ja, also, ich weiß es nicht. Oh, ich muss aufpassen. Steuerung ist Optifine Ransom. Wow. Close-up-Aufnahme vom Dorfbewohner. Wow. Okay, ihr habt gerade echt was verpasst. Das Dorf hätte ich müssen sehen. Naja. Hast du Steine? Ich habe fünf normale Steine. Ich habe einmal Gravel und einmal Mossstone. Was brauchst du, mein Schatz? Für den Ofen brauche ich was drin. Ja, okay. Ich 31 Steine. Ja, dann nimm da lieber seine. Was ist denn das hier? Ich komme gleich, ich muss mir nur eben was essen. In jedem Dorf ist das Haus hier? Ja, wo? In welches Haus? Ist die Schmiede nicht da, wo wir ganz am Anfang waren, René? Ich fürchte ja. Ja, weil da stehen nämlich welche. Baut er die doch einfach ab oder ich gehe da die fix holen. Und ich bin tot. Okay, warte. Wo bist du gestorben? Nee. Der steht neben mir. Ich brauch kurz ein Bett, bitte. Bitte. Ja. Hey, stimmt, das kann man nur, wenn man. Da. Ich gehe mal ganz kurz nochmal dahin zurück, wo wir gerade eben waren. Kapfer! Schnupp! Hier in dem Haus ist ein Bett. Also ich habe noch halbes Essen. Aha. Ja, ich esse jetzt auch eine Möhre. Ja, ess nur ein Möhrchen, vielleicht machst du dann weniger verstörende Geräusche. Au. Ja, ich krieg auch auf den Sack. Entschuldigung. Ja, war nur ein bisschen verstörend, geht noch. Ja, die Chunks laden. Was wurden nochmal schnell die Mine? René, wo wurden die Mine? Oh, René. Wie hier die Gebäude einfach nur mega vereinzelt hier stehen. Wolle kriegt man, wenn man die Schafe tötet, gell? Stirbt Schaf. Ja, oder mit der Schere. Ja, aber ich habe keine Schere. So, ich habe eine Wolle. Wie viel Wolle braucht man da noch für vier Betten? Also drei für eins, ne? Ja. Ja, aber wir hatten doch schon welche, deswegen dachte ich. Wir hatten doch schon Holz. Ach, ihr macht mich ganz nervös. Wir hatten doch schon Wolle. Wie viele Wolle haben wir momentan? Ich habe eine beizusteuern. Ich habe schon zwei Betten gebaut. Ich habe noch zwei Wolle. Christopher? Ich habe eine Wolle. Also brauchen wir noch zwei Wolle. Okay, ich gucke, dass ich um Weg zurück noch zwei Schafe finde. Davon ist zum Beispiel schon mal eins. Und René, ich habe dir zwei Öfen besorgt. Ist ja schön. So. Ich habe auch schon zwei Öfe gebaut. Warum bin ich dann zurück? Na egal, Hauptsache um die Schafe zu töten. Komm her. Ich habe gerade meine Picker kaputt gemacht. Naja, eine Wolle.
Weil es ist nämlich bald Nacht und vielleicht sollten wir die zu Eschmus skippen. Das wäre sinnvoll. Stirb du scharf. Schlechte Idee. Oh fuck. Lukas, bist du inzwischen im Dorf? Bin ich momentan der Einzige, der nicht im Dorf ist? Ich bin nicht im Dorf. Schaffst du es noch bis dahin? Ich weiß nicht, ich hab ein Hunger, ich hab ein halbes Hungerteil, ich hab zwei gekochte Chicken. Ah, perfekt. Plus auf das ist ein Zombie. Ich bekomme jetzt so langsam Arschschaden von Hunger. Das wäre schlecht. Beim Haus gibt's Karotten. Das ist nice. Also mit diesem Wolleblock da oben vor. Wie setzt man jetzt Koordinaten? Wisst ihr das? Auf der Map musst du auf den Punkt klicken, wo du Koordinaten setzen willst. Also praktisch genau da, wo du bist. Ah, mit, okay. Dingens klicken. So, ich hab's ins Dorf geschafft und die Wolle ist hier. Ich brauche ein Crafting Table. Lol. Ah, hier bei uns. Und vielleicht was zu essen. Wo seid ihr? Ich hab die zwei Brote geschmissen. Was für Koordinaten? Könnt ihr mal kurz die Koordinaten in den Chat schreiben, bitte? Der schreibt die automatisch da rein, wenn du die wieder... Eure Koordinaten, Jungs. Achso, minus 390. Ach du Scheiße. 100. Über dem Fluss, 80. Stück noch. Ach du Scheiße, zwei Creeper. Nicht gut. Ich hab irgendwie so das Gefühl, dass er Snippy es zu uns schafft, oder? Ich hörte nein. Virum ja, stellt... Das... So. Oh. Minus 390, fuck ne? Fuck. So, ich habe mir jetzt erstmal hier das Bett gesaved. Wo bist du denn? Ich hab da schon bei minus 200 irgendwas. Oh Gott, da sind Rhinoceros. Sind die aggressiv? Nö, nee. Die sind neutral. Also erst wenn du die schlagst, werden die aggro. Okay, da sind drei Creeper. Haben wir noch irgendwo eine Wolle? Weil dann könnte ich noch das für das Bett machen. Ich hab noch eine Wolle. Christopher, wo bist du gestorben? Gekonnt. In Richtung aus dem Dorf raus. Dorf, wo gerade die zwei Zombies mit Rüstung rumlaufen. Wieso habe ich nur so ein Gefühl, dass das hier dann irgendwo ist? Oh, ich werde glaube ich nicht überleben. Ja, das Gefühl habe ich auch gerade. Aber minus 390 und 160 ungefähr. Ach du Scheiße. Ich sehe euch, ich bin bei euch. Ich brauche irgendwas, was Schaden macht. Die Karotte macht keinen Schaden. Wo seid ihr? Wie viel Wolle brauchen wir noch? Eine. Ich habe eine. Wo seid ihr? In dem ersten Haus links. Bist du das? Lukas, hier. So, schmeiß mir die Wolle, ich mach dir ein Bett. Fuggedi. Mach doch die scheiß Tür zu. So, ja, du kommst als Letztes drin, mein Guter. So, nee, können wir mal ganz kurz uns in dem Haus treffen und alle mal Bubu machen? Ja. Ja, noch so ungefähr. Da liegen drei Bette. Eisen drin. Ich hab auch zwei Eisen für mich. In der Erzfass pack's immer da rein. Es ist noch nichts passiert, ja? Wir sind nur bis jetzt fast dreimal gestorben, Lukas war mega weit weg, aber wir haben es alle zusammen geschafft. Mhm. Oh, da steht direkt ein Skelett von unserem Haus. Und wir machen eine 7-Mann-WG auf. Lukas. Alter, sieht der scheiße aus. Hey! Warum? Okay, der muss sterben, ich seh's in. Wir haben einen aus unserer Mitte gewählt, welcher sterben muss. Und du musst schon mal gucken. Die können nicht anders gucken, lass die. Warum droppen die keine EP? Villager? Jo! Warum killst du die überhaupt? Jetzt kommt Das war der Lukas, da konnte ich nichts dafür. Ja, komm und schlafen. Ich hätte auch gesagt, dass wir erstmal Bubu machen. René ist in der Mine. René! Komm ich hier wieder raus. Da. Lukas. Don. Mach die Tür zu. Max. Don. Ich bin hinter mir. Christopher, such dein Bett aus. Ja, das Äußerste. Küken. Dann. Ja, ja. Ein Zombie mit voller Kettenrüstung. Warum hat er eine volle Kettenrüstung? René! Ich suche gerade das Haus. Ich bin mal wieder zu blöd, das Haus zu finden. Siehst du nicht unseren Namen? Also ich sehe deinen Namen nämlich. Warte, ich mach uns gerade. Warum sind hier im Brunnen mal eben 10 Zombies? Ja, es ist ein sehr warmer Tag. Manni, komm bitte hierher. Du machst den scheiß Brunnen dann da drüben. Mach Tür zu. Mach doch die Tür zu, du Otto. Ja, wir können nicht. Es sind Monster in der Nähe. Ja. Ich kann schon. Irgendwer ja, du hast ja vorher erbarmt, schon gelegen. Hat irgendwer sich erbarmt, meine Items einzusammeln? Nee, wo warst du da? Du hast mir nicht gesagt, wo du gestorben bist, Mann. Dammit. Können wir jetzt kein Bobo machen? Nee. Ich sehe schon den Erfolg dieses Videos. Oha. Es wird einfach Schlagzeilen gehen. Nee, ich darf nicht. Kannst du die mal wegtun, bitte, Christopher? Mach doch zu!
Gibt's eigentlich eine Holzrüstung? Bitte sterb einfach, schade. Ich hab gerade ein Herz verloren. Er kommt rein hier. Der hat auch ein Schwert. Ist das ein Eisenschwert, was der da hat? Nice. Ja, nein. Das will ich haben. Ja, ich will das auch haben. Wo ist es dann? Hast du's? Nee, er hat nicht gedroppt. Jetzt nein. Kommt Schlaf in hier. Ich hab ein Holzschwert. Der arme Monsters nearby. Nearby. Ja. Ah, können wir immer noch eine Probe machen? Nee, wegen dem Enderman. Oh. Alter, wer hat den gerade angeguckt? Ich würde tippen, der. Ja, wegen dem können wir nicht schlafen, Mensch. Ja, oder wegen den ganzen Zombies im Brunnen. Es ist da ein Hexenkill-Diamond gewesen. Ist so weit weg. Geh weg! Pass auf! Geh schnell rein! Das ist ein scheiß Enderman, der kommt auch hier rein. Das weißt du, ne? Oh, mein Schwert ist schon kaputt. Wenn er nicht gerade verreckt. Ist okay. Also das war bis jetzt das Aufregendste, was ich in dem RP gemacht habe. Die ganzen Zombies. Meine Sachen aufsammeln. Wo sind die dann? Hab ich. Ich hab sie so in eine Kiste gestopft. Alle? Hallo Enderman. Tschüss Enderman heißt das. Eine Enderperle. So. Kann man jetzt Bobo machen? Nein, ich bin nicht da. Ich bin gestorben. Okay, wir warten jetzt einfach so lang und halten uns in der Zeit Smalltalk. Oder auch Bettgeflüster genannt. Lukas, leg dich zu uns. Schlaf mit dem Arsch an der Wand, das wirst du. Ja. Zu viele Details. Manfred ist immer bereit. Lukas, guckst du an. Immer bereit. Ey! Schon bereit. Zu jeder Zeit. Ist es nicht schon wieder Tag fast? Oh, davon ist schon nochmal ein Enderman. Ich hoffe, ich habe nicht lang genug angeguckt. Ey. Wir hatten diesen Ofen hier gebaut. Ich. Keep out. Wage es dich. Wer hat den Lava-Block da gesetzt? Alter, was geht ab? Ich hab die ganze Zeit die Kiste angeklickt, ey. Ich wollte ihn gar nicht anklicken. Alter, chill mal euer Leben, ey. Können wir wieder Bubu machen? Alter, wir brauchen unbedingt getrennte Häuser. Das ist doch gemeingefährlich. Ich baue mir sowieso ein eigenes, ey. Alter, das ist doch wirklich gemeingefährlich. Liegen alle? Ja. Jo. Ja. Einwandfrei. So. Wer hat sein Bett gerade abgebaut? Ich. Super. Weil ich jetzt meinen Abgang in ein anderes Haus mache gerade. Das nehmen wir doch. Ja, ist auf jeden Fall naheliegend. Ich mach sein Schild wieder weg. Geh mal weg kurz, Max, bitte. Wohin? Bevor ich euch noch alle abschleppe mit dem. Hör doch auf! Geh doch weg! Was denn? Das finde ich gerade sehr gut. Auch ein bisschen in den Pisten. Ja. Ich will meinen scheiß Ofen abbauen und alles. Was macht der Otto da? Ja, kannst du mein Bett noch bitte lassen? Weil. Okay. Oh ja, Manni, hat's dich schon weit geschafft? Was? Ich bin hier rein, weil ich mit den Jungen was bauen wollte. What the fuck? Manni. René. Wo warst du das? René. Da sind zwei verfickte Zombies in dem Haus. Ich brauche Hilfe. Im Haus? Ja, da, ich hab kein Schwert. Bau dir eins, du hast genug Steine gefarmt. Komm, ich mach das, geh weg. Geh weg. Also ich nehme dann das erste Haus, ja, wenn das keiner von euch will. Weil das finde ich wenigstens. So. Okay, Lukas, das Bett steht noch da. Ist jetzt so einsam jetzt hier, aber umso besser. Gerne mal wenigstens auf den Sack. Machen wir erstmal was Sinnvolles. Ist das dein Haus? Ich brauche. Okay. Ich gehe mir erstmal noch ein bisschen Holz besorgen. Jetzt sind wir doch irgendwie mega weit von dem Ultrabaum weg. Ist euch das eigentlich klar? Ja, ist egal. Mhm. Ja, können wir ja später nochmal hinziehen, hätte ich gesagt. Ja, ich werde das Dorf hier sowieso verlassen. Ich finde das nicht schön. Ne, klar. Es ist ja jetzt nur mal ein Ausgangspunkt. Ich hätte gesagt, wenn wir soweit sind und man so eine Ausgangssituation an Sachen haben, also an Ressourcen, dann können wir ja einfach geschlossen wegziehen. Das, so hätte ich das gemacht. Sag mal, René. Was? Du hast keine Ausfallertür, also keine Tür vom Haus, also Schnauze. Don't touch my things. Ja, bitte fass seinen Secret Stuff nicht an. Was machen ihr dann? Schaffen wir es noch irgendwas Sinnvolles in dem Video hier zu machen? Dann ist das jetzt meins. Geh raus. Okay. Soll ich die Frage nochmal stellen? Was ist? Nee, raus. Was willst du? Ob wir es noch schaffen, irgendwas Sinnvolles in dem Video zu machen. Ah, das wird knapp. Ich glaube auch. So.
Können wir das Feld wenigstens als Gemeinschaft benutzen, weil... Ja, und bitte fest sagen, dass das nachgepflanzt wird. Ja, das sollte eigentlich logisch sein. Ja, offenbar nicht. So. Potato. Potato? Potato. So, kann man eigentlich irgendwas Sinnvolles mit den Karotten anfangen? Essen. Nee, die kannst du essen, die geben relativ vergolten. Viel. Konnt man die nicht, ach, konnte man nicht damit, ach, die Pferdchen anlocken? Ja, kannst du. Kannst du okay. Damit ernähren, theoretisch. Ach also, ja, genau so geht das. Lassen. Ja, und dann musst du trotzdem irgendwie noch ernähren. War das nicht so? Hat so. Einer von euch Knochenmehl? Ja, chill mal dein Leben. Da vermisst ich erstmal Knochen haben. Und in der Truhe müssen irgendwo Knochen rumfliegen, da wo eben waren. Knochen, also drei Knochenmehl. Güsal, Purple, Flower. Danke. Okay. Das Bitte. Kann ich eigentlich alles wegwerfen. Ich habe ein Weed. Smoke Weed every day. Chop. Was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte gerade irgendwas machen, aber ich hab's mal wieder vergessen. Das Alzheimer. Ja, ich werd alt, lass mich. So. Ich merk's ein bisschen. Es ist in den anderen Spielen so viel einfacher, da muss man sich nicht so viel konzentrieren, da muss man sich keine Sachen merken. So. Ach, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Ich wollte Kohle besorgen, damit man die Felder beleuchten kann, damit Sachen nachts wachsen. Aha. Ja. Die wachsen auch so oder so, oder? Nee. Die müssen beleuchtet sein. Ja? Relativ sicher eigentlich. Und hier gab's irgendwo so einen Ansatz von einer Minischlucht. Und da bewege ich mich jetzt hin. Back it, Potato. Potato. Boah. Was ist denn das da? Diesen Block kenne ich nicht. Okay. Der Block hat mir gerade einen Knochen gegeben. Mhm. Ist auf jeden Fall eine interessante Konstellation. Ich habe schon Gold gefunden, aber ich habe keine Eisenpicke. GZ. Danke. So, jetzt habe ich Eisen gefunden. Praktisch. Noch mehr Knochen. Okay, der hat keinen Knochen gedroppt. Der auch nicht. Wer hat Knochen? Hat einer Knochen für mich? Ja, so viele Knochen habe ich jetzt auch noch nicht. Und außerdem bin ich gerade in der Höhle, wenn du das Höhle nennen willst. Das ist noch so ein hässlicher Villager. Oh, sterben, du musst. Ah. Guck mal, da gibt's doch schon Progress. René, wie viel Zeit haben wir da noch? Oh, okay, da sollte ich nicht reingehen. Ja, und? Ja, sagen wir das mobile. Vielleicht schaffen wir es nämlich noch, quasi den ersten Turm zu holen. Weil wir sind schließlich zu viert und wenn wir den... 10 Minuten. Wenn wir den Turm nur schaffen, indem wir die ganze Zeit Leute opfern, fände ich das auch okay. Ja. Hauptsache, ich bin der nicht. Ja. Also mir ist das... ich werde mich daran nicht beteiligen. Warum nicht? Ich kenn mein Glück. Also quasi zählst du dich als derjenige, der die ganze Zeit drauf geht. Ja. Schaffen wir es bis dahin irgendwas an Rüstung oder so aufzutreiben? Nein. Ich hab noch eine Lederhose für jemanden. Okay. Ist überhaupt irgendwas in der Nähe, was man machen könnte? So quasi direkt in der Nähe. Ja, der Kleine da. Ja, oder schaffen wir es eher fürs zweite Video? Also quasi noch die 10 Minuten farmen oder so? Und dann den kleinen Tom holen zu gehen. Die Frage ist, wie klein ist der Tom? Weil ich glaube nämlich, dass der in den Boden drin geht. Weißt ja, ich, ne? Der geht nach unten. Okay, was ist denn das für ein Block gewesen? Copper Orberry Bush. Tastes like metal. Mhm. Strangest Game. Ist einfach ein strangest Game. Lapis Lazuli. Der Stoff, den niemand abbaut, weil ihn niemand braucht. Das kommt drauf an, man. In anderen Modpacks schon. Wenn du Tacket spielst, ist der sehr wichtig. Oh ja. Das können wir eigentlich auch mal machen, Tacket spielen. Ja, das ziele mal an, wenn hier von mal so die erste Reihe steht, quasi Season Ends und dann. Sein Rechner packt das nicht, ne? Ne. Also das weiß ich nicht, aber der Server läuft ja nicht auf Tacket. Den kannst du umstellen, oder? Ja, das dachten wir zumindest, ja. Ne, das hat nicht geklappt, aber ich hatte danach nicht den Nerv, da noch zu gucken. Und dann haben wir uns einfach dazu entschieden, Hexe zu machen. Und wie gesagt, also wenn ihr das wollt, können wir dort drüber uns gerne unterhalten, dass man irgendwie so seasonweise die einzelnen Sachen macht. Und daher, dass ich ja auch die Backups einfach so fahren kann, kann ich auch einfach so zwischen den Maps hin und her wechseln. Ja. Und das ist dann halt auch kein Problem. So, ich hol erstmal hier die Blöcke weg, weil die nerven mich. So. Jetzt kann ich ein wenig mehr
Ich setze mal noch ein paar mehr von den Öfen, weil man kann ja nie Öfen genug haben. Nö, ist auch nicht so. Iron Ore. Was kann man jetzt mit der Copper Ore Berry machen? Ich muss gucken, auf U drücken. Okay, daraus kann ich ein Copper Nugget machen. Und damit kann ich nichts machen. Sag mal, René, hast du eigentlich keine Axt? Nein. Was ist denn mit dir los? Hier hast du meine. Was ist denn mit dir? Also ich kann das, den Busch setzen und... Ach, warte mal. Kann das sein, dass der irgendwann... Ey. Irgendwas hat mir Schaden gemacht. Oh, der Busch macht, glaube ich, Schaden. Ja, es gibt Büsche, die Busch. Haben Stochen. Stacheln. Stochen? Top. Es gibt Büsche, die haben Stochen. So, ich besorge gerade erstmal ein bisschen Holz, weil ich habe nämlich eine gute Holzquelle gefunden. Ach ja, bitte die Bäume nachpflanzen. Jo. Weil gerade hier, also wo wir hier sind, in der Savanne gibt es nicht so viele Bäume. Und wenn wir es dann noch schaffen, alle Bäume einfach so wegzuroden, ohne die Saplings aufzustellen, ja, dann sehen wir einer schwarzen Zeit entgegen. Aber da hinten ist noch ein Wald. Der ist ziemlich groß. Ah ja, davon ist ja grüner Wald. Der ist sowieso besser. Da hast du eh mehr davon. Vor allem diesen, mit diesen riesen Monsterbäumen. Der Wald ist ziemlich evil. Da habe ich von einem Baum 4 Stacks Holz. Ja gut, das ist ja so krass. Da machst du deine Axt dran kaputt und der Baum steht noch. Ja. Das stimmt allerdings. Ich habe da gerade den Rest der Axt dran verholzt und das war... Hat ihr das Wortspiel mitgebracht? Mitkriegt, ja? Sie hat seine Axt dran verholzt. Aha. Natürlich, alles geplant. Alter, hier fliegen die Witze echt wirklich hoch. So viel Anstrengung, Mann. Muss man richtig mitdenken bei dir. Was wollte ich da noch machen? Ach ja, genau, eine Eisenpicke schadet auch nicht. So. Und dann brauche ich eine Disposal, so wie immer in Hexit. Das ist so das Esche, was ich brauche. Erstmal bis, wo ich meinen ganzen Müll rinwerfen kann. Schau noch eine Tür, braucht die jemand? Nee. Wenn nicht, stelle ich die einfach so mitten in die Gegend. Ich denke, da steht die gut. Also da, wo ich sie hinstelle. Ungefähr hier. Ja, da steht die gut. Jetzt gehen wir mal hin. Wie gut muss man dann die Felder beleuchten, dass die wirklich wachsen? Hat da jemand einen Plan? Ja. Stell jetzt einfach eine Fackel an jedes Ende vom Wasser. Ja, ja, Vorsicht hinter diesem Creeper, lauf. Hinter mir? Ja. Oh! Drück mal F7, dann siehst du, was gut beleuchtet, was beleuchtet ist und was nicht. Oh ja, bei mir auch. Lukas! Ja, er schlägt ihn einfach zu dir. Er ist halt ein Otto. Er ist der Gewinner, Alter, lass den! Ich hab ihn getötet. Otto. Nice. Ich hab ihn getötet, Otto. So, F7. Dann müsstest du jetzt überall auf dem Boden so ein gelbes Gitter sehen. Ja, was ist mit dem gelben Gitter? Alles, was das gelbe Gitter hat, ist ein... Weil Tag ist es jetzt momentan. Ansonsten sind die gelben Gitter die Bereiche, die nicht beleuchtet sind. Nee, ich glaube, das funktioniert schon. Wenn ich die Fackeln ans Ende jeweils des Wasserfeldes mache, ist nur ein Feld nicht beleuchtet. Und zwar das, ja, mittig halt. Ist ja auch egal, auf jeden Fall funktioniert das so. So, das da kann ich abbauen. Und das kann ich abbauen. Das ist schon mal praktisch, weil früher... Ich bin mir relativ sicher, dass es den Bug früher gab, dass wenn du nur über das Feld gelaufen bist, dass dann... die Sache schon abgeerntet wurde, also das Weizen. Mhm. Ja. Boah, ey, ich bin echt fasziniert, wie viel man im RP hier schaffen. Ich bin so fasziniert. Einfach so richtig fasziniert. Jetzt setz uns doch nicht unter Druck hier. Quatsch. Ich gebe mir ja selbst keine Mühe, aber ich gebe mir eigentlich ein Cam-RP Mühe, von daher. Erwartet mal das von mir. Und euch kennen die Leute noch nicht. So. Ich sollte vielleicht auch mein Häuschen noch beleuchten. 12, das sind schon mal eine Menge Fackeln. Oh ja, mir fällt gerade hin, dass ich ja gerade eben davon gelabert habe, dass ich mehr Eisensachen machen wollte und habe jetzt die ganze Zeit Werkzeug draus gemacht. Gekonnt. Okay, ich brauche noch ein bisschen Zeit, bis wir den kleinen Turm machen können. Braucht irgendwer von euch Holz? Ich habe genug. Jungs, können wir mal kollektiv die Nacht skippen? Schaffen wir das? Jo. Ja, dann lass ich eh in mein Bett rüberholen. Ja, leg dich doch kurz zu mir, mein Schatz. Nee. Alter, bei mir ist es warm und beleuchtet. Wenn du F7 drückst, siehst du das. Komm, leg dich nur... Oh! Boah! Er hat mich verlassen. Hast du gerade mein Bett abgebaut? Boah, du Bastard, Alter. Ich guck, dass ich meine Tor gesaved kriege. Dann war's das mit den nächtlichen Besuchen. Und ich mach dein Schild weg, ja? Nur, dass du's weißt. Mir ist scheißegal, der kann einfach durch die Wand kommen. Ja, oder? Ja, da vermisst man halt Blöcke saven können. Keine Ahnung, wie das geht. Jetzt
Scheiße. Ich bin der festen Überzeugung, dass das geht, aber vielleicht auch nur ein paar Plugin. Also, liegt ihr alle noch im Bett? Stopp, ja. Check. Ja. René, wie lange haben wir noch Zeit? 5 Minuten wahrscheinlich nur noch, oder? Moment. Gekonnt, so, die... Eine Minute. Eine Minute noch? Oh wow, das schaffe ich noch. Ich gehe jetzt noch 100 Eisen besorgen in dem LP. Moment. YOLO! Habe ich gerade YOLO gesagt? Hasst ihr mich dafür? Würde ich verstehen. Swagger? Boah, das ist ja noch schlimmer wie YOLO. Ja. Keine Ahnung. Oh, Kohle. Oder... Kohle. Wir labern einfach in den nächsten 15 Minuten noch dumm und versuchen es dann im dritten LP, weil länger ist heute die Session nämlich nicht, die Kinder. Im dritten LP, darum. Weil ich begrenzte Ressourcen habe, mein Schatz. Deswegen, weil... Ich kann mal gucken. Wir machen jetzt eh kurz Pause. Allerdings bitte nicht zu viel verändern. Weil eigentlich die ganzen Informationen fallen mir erst jetzt in, die ich mal noch weiterbringen kann im RP. Mhm. Aber das mache ich dann im nächsten Video, weil bis hierhin guckt eh keiner. Ja, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Was? Danke. Du wolltest Tschüss sagen. Wollte ich Tschüss sagen? Boah. Schon. Okay, wie ist mein Name? Max. Okay, also das war auf jeden Fall erstmal das neue Special. Es war mega produktiv, genauso wie man es von mir erwartet hätte. Es ist nichts passiert. Mendo hat das Dorf gefunden und ich habe Hunger. Habe ich irgendwas dabei? Das ist doch Normalfall, ja. Ich hätte auch gesagt, dass das normal ist. Max, ich hätte erstmal gesagt, ich verabschiede mich. Ihr dürft euch jetzt immer da rein und Tschüss sagen. Tschüss. Gut, ein Abonnement wäre lieb, aber bitte nicht wegen denen, weil das wäre eklig. Und ein Like wäre auf jeden Fall nice. Kommi, Feedback wie immer. Danke, Lukas. Und ich sage damit erstmal das Tschüss. Das war ich nicht. Danke, René. Ciao. Das war die Grube.